200 Klamotten oder noch schneller und dann müsst ihr niesen. Das ist richtig geil. Das macht richtig Laune. So. Und ab geht's mit dem hoffentlich letzten Rennen. Ja, 4000 Punkte. Ja, zumindest die 225 km/h sollten wir anvisieren. Und auf geht's. Aber das wird nicht so leicht. Verdächtiger gesichtet, ist wieder auf der Flucht. Der stand auch nur ganz zufällig da. Zentrale benötige Verstärkung für Bauchweide. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich könnte da jetzt schön durchfahren. Die habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt. Verfolgung verläuft nach rechts. 209 ist das Ziel. Das ist auf jeden Fall noch drin. Und die letzten Punkte, die kriegen wir auch irgendwie noch zusammen. Na, machen wir doch die 220. Wunderbar, das ging ja richtig gut mit den 300 Klamotten noch am Ende, die wir eigentlich so 20 Sekunden durchgefahren sind. Ach was. Und uns fehlen noch irgendwie 700 Punkte. Also, was machen wir denn mal? Außer hier gegen zu fahren. Also, wir wechseln am besten erstmal... Oh, 625 Punkte. Verdächtiger hat einen schlimmen Crash. Ach nein, der fährt weiter. Yay, also wir müssen einfach nur die Bullen abschütteln. Verkehr staut sich hinter 1158. Aber wahrscheinlich reicht es auch, wenn wir uns einfach stellen. Haben ja, fahren wir hier nochmal irgendwo. Oder wir können ja nochmal ein Polizeiauto kaputt fahren. Dann sind wir da auch. Alter. Gut, dass da nur ein Mensch drin sitzt und ihr hier alles zu Trümmern fahrt. So. Also, kriegen wir die Punkte von dem Polizeiauto? Wir müssen ein Polizeiauto kaputt machen. Hier, komm her. Den hier nochmal. Na, ja, doch. Und jetzt sollte das auch reichen. Können hier vorne nochmal das Schild mitnehmen. Ach, wir versuchen es nochmal wegzukommen. Und wenn das nicht klappt, dann stelle ich mich. Jetzt vielleicht die Chance. Oh Gott, den kann man kaum sehen. Ah, stellen wir uns hier, komm. Ach, was hier. Ist egal. Oder machen wir die letzten 120 Punkte, die machen wir so noch irgendwie ohne Verfolgung. Die Punkte kriegen wir da zwar noch auch drauf, aber ich bin mir nicht sicher, kriegen wir die Punkte auch, wenn wir gefasst werden. Wir können ja hier noch so ein bisschen Schabernack treiben. Irgendwo werden wir ja Sachen finden, wo wir noch ein paar Punkte kriegen, zum Beispiel hiermit. Ja, das wird natürlich nichts mit den Entkommen, da sind sie schon wieder dran. Aber wir haben die eine Million, wir haben die eine Million. Das hört sich sehr schön an, wenn die fast gleichzeitig mit drei Sirenen da rumdüdeln. Ja, wunderbar.
So, und ihr wisst, was das heißt. Achtung, aufpassen. Naja, normalerweise wird das angezeigt, aber Most Wanted Rennen ist frei. Deshalb steigen wir jetzt in unseren Bugatti. Keine Ahnung wohin, ist mir egal. Ich versuche hier mal. Und dann geht es zu Most Wanted 1. Also, so weit sind wir hier schon. Mann, Mann, Mann. Haben wir doch schon eine ganze Zeit geschafft. So. Sieben Kilometer, na, Prost Mahlzeit. Ah, hier wollte ich durch, danke. Falsch. So, 5,7 Kilometer noch. Und ich kann ja schon mal sagen, bevor wir hier ins Finale kommen, jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit zum Quatschen. Also, wenn euch das hier gefallen hat, das Let's Play, dann könnt ihr auch gerne mal bei Forza reinschauen, ne? Das ist ja auch ein Rennspiel hier, das gibt es zwar nur exklusiv auf der Xbox, aber das ist trotzdem wirklich sehenswert, also wirklich sehr schön gemacht, fotorealistische Grafik, also ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Und natürlich dürft ihr auch bei meinen anderen Let's Plays mal reinschauen oder abonniert mich einfach. Ich werde noch so viele Let's Plays dieses Jahr machen. Ich nehme jetzt gerade ein bisschen auf Vorrat auf, aber in Kürze, ich weiß nicht, ob es schon läuft dann. Muss ich gerade mal überlegen, aber das dürfte dann ungefähr, ja, dürfte schon laufen. Hitman Absolution. Noch habe ich es jetzt nicht gespielt, wo ich es jetzt gerade aufnehme. Aber das geht die Tage los. Und dann gibt es auch noch Ende November gibt es noch ein Knallerspiel. Far Cry 3. Also so ein kleiner Shooter auf einer einsamen Insel. Black Ops gibt's, das hat aber schon angefangen. Das dürfte sogar schon fast durch sein. Und dann haben wir noch natürlich noch alte Let's Plays. Sherlock Holmes zum Beispiel oder Dishonored. Wobei Dishonored auch noch läuft. Und ja, was haben wir noch? Assassin's Creed ist durch. Das hat ja gerade mal, was waren das? Ein, zwei Wochen, glaube ich. Dann haben wir das durchgespielt. Das waren irgendwie 3-4 Parts am Tag, beziehungsweise am letzten Tag 14 Parts. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Ein super schönes Spiel, auch super Grafik. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaltet. Also, bleibt mir treu. Ich würde mich wirklich freuen. Es lohnt sich für euch. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß hier zu spielen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den anderen mal reinschaut. So, aber jetzt erstmal weiter hier Need for Speed. Und was soll ich sagen? Wir machen hier ein kurzes Päuschen und nächste Folge geht's weiter. Bis dann.